Essen ist Tradition und Identität. Um dies zu bewahren und mit Neuerungen der Küche von heute zu verbinden, wurde Anfang 2013 ein deutsch-tschechisches Gemeinschaftsprojekt ins Leben gerufen. Entstanden ist eine Studie Kulturgeschichte der Gastronomie im sächsischen und böhmischen Erzgebirge, die am 3. Februar im Berghotel Pöhlberg durch Professor Gotthard Schicker präsentiert wurde. Sie stellt die These auf, dass sich durch die horizontalen und vertikalen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einflüsse auf die Erzgebirgskammregion sowie durch zahlreiche Wanderungsbewegungen im Laufe von ca. 500 Jahren eine punktuell eigenständige Ess- und Trinkkultur herausgebildet hat, die als regionaltypische Erzgebirgsküche bezeichnet werden kann. Diese ist auf sächsischer Seite stärker ausgeprägt gewesen und befindet sich derzeit in einer Küchenrenaissance, während im böhmischen Teil des Erzgebirges nur noch wenige Elemente der historischen Küche vorzufinden sind. Durch die Wiederentdeckung und Wiederbelebung gemeinsamer gastrokultureller Wurzeln im sächsisch-böhmischen Grenzraum durch das Verbindungselement regionaltypische Erzgebirgsküche und ihre touristischen Vermarktung könne eine grenzübergreifende Genussregion Erzgebirge nachhaltig geschaffen werden.